Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessenten eines Promotionsprogramms oder die erwägen, berufsbegleitend eine Dissertation anzustreben, ich grüße Sie aus meinem kleinen Tonstudio-Reich. Ich habe soeben meine Final Defense an der University of Library Studies and Information Technologies durchlaufen können, also an der Universität für Bibliothekswissenschaften und Informationstechnologien in Sofia. Und aufgrund der Covid-19-Thematik, die uns weltweit natürlich einschränkt, limitiert, erfolgte leider diese Final Defense online. Aber vielleicht darf man hier sagen, dass das nicht ein Leider ist, sondern auch die Flexibilität der Universität zeigt. Eine Universität, die insbesondere in diesen beiden Bereichen durchaus eine internationale Reputation hat. Mein Name ist Giovanni Vindinghi. Baujahr 1972. Ich habe mit dieser Promotion quasi ein drittes Mal promovieren dürfen. Und ich bringe quasi sowohl einen geisteswissenschaftlichen als auch einen musikpraktischen, aber vor allen Dingen einen Medienkommunikationsmanagement-Background. Und wenn Sie nach mir suchen, dann werden Sie sicherlich schon Berührung zu vielen Produkten gehabt haben, die ich quasi mit Musik, Audiodesign und konzeptionell, sag ich mal, mit involviert war. Wieso war mir eine Promotion wichtig? Weil mir wichtig war, meine Fachkompetenzen zu bündeln und hier insbesondere vor allen Dingen den Fokus der Transformationen, die wir heutzutage in der Medien- und Informationswirtschaft verzeichnen, quasi mitgestalten zu können. Und zwar gestalten zu können in Praxis, Lehre und Forschung. Und das begründet auch den Aspekt, warum ich seit etwa 10 Jahren an unterschiedlichen Hochschulen Lehraufträge wahrgenommen habe, zahlreiche Bachelor-, Master-Thesis und sogar 2 Doktorarbeiten begleiten durfte. Die Promotion hier mit einem speziellen Fachbezug war mir dahingehend wichtig, weil es mir ein Anliegen war, auch Fachprofessor über meine geisteswissenschaftliche Reputation hinaus in eher den Bereichen zu werden und tätig zu sein, die quasi mit Informationstechnologien, Medienmarketing, Kommunikations- und Medienmanagement und insbesondere mit gameswirtschaftlichen Aspekten zusammenhängen. Ja, zur Doktorarbeit einige wenige Wörter. Sie finden eine Beschreibung sowohl beim Cuvelier Verlag als auch auf meiner Webseite, falls Sie meinen Nachnamen nicht finden, vindinghi.de, ich bin halb Italiener, finden Sie mich über gamemusic.de zum Beispiel. Gamemusic.de, da finden Sie dann auch Informationen zur Doktorarbeit. Die Doktorarbeit, sehr umfangreich, beschäftigt sich mit Organization Management of Information Processes in the German Games Industry. Es geht quasi hier um die Fragestellung der Innovationsfähigkeit, gamesökonomisch betrachtet, der Spieleindustrie, die nun im 15. Jahr mehr Umsatz und Gewinn erzielt im Vergleich als die Film- und Musikindustrie zusammen und vor allen Dingen aus der Games-Industrie kommt, zahlreiche disruptive, also verdrängende, normative Innovationen hervorgehen. Und die Bundesregierung hat immer wieder in den letzten Jahren verdeutlicht, dass wir hier einen Fachkräftemangel haben. Und wenn Sie sich anschauen und sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, werden Sie feststellen, dass in Deutschland häufig Studiengänge angeboten werden, die einen eher mehr informatiklastigen oder aber designlastigen Background haben bezüglich des Themas Gamings, aber das Thema Gameswirtschaft im Kontext, sag ich mal, der wissensökonomischen Treiber, nämlich der Informatisierung, der Internationalisierung und der Individualisierung, durchaus noch nicht so expliziert wurde. Und der Grund und die Frage meiner Forschung war, inwieweit lassen sich Kundenintegrationsmodelle innerhalb der Gameswirtschaft quasi implementieren, wenn Sie an so Modelle denken wie Open Innovation oder User Innovation. Das zweite, was mir mittels dieser Forschung auch wichtig war,
zu eruieren, welche Partizipation der Kunde heutzutage hat, inwieweit sich auch sein Selbstverständnis verändert hat und damit als Implikation durchaus auch den gameswirtschaftlichen Bereich berührt. Das war meine Motivation, weil mir nicht nur wichtig war, hier einen theoretischen Mehrwert mittels der Dissertation zu leisten, sondern vor allen Dingen den Industriebereichen, die sich mit Digitalisierung, mit dem Thema Industrie 4.0 etc. beschäftigen, hier einen relevanten und einen nützlichen Mehrwert zu geben. Zu meinen Forschungsergebnissen, ausgehend von 34 Millionen Gelegenheitsgamern mit Sitz in Deutschland, habe ich eine Befragung mit 712 quasi Probanden online durchgeführt. Es war schon eine Menge statistischer Aufwand. Und dann war mir noch wichtig, diese Ergebnisse quasi rückzukoppeln mit 4 sehr interessanten Experten aus der deutschsprachigen Games-Industrie. Einige kenne ich selber aus meiner Arbeitswirklichkeit aus diesem Bereich. Was mir besonders gefallen hat, war die Kommunikation auf Augenhöhe. Was mir sehr gefallen hat, die Freiheit und das Einfühlen, also die Reziprozität in diesem Sinne, bezüglich des eigenen Forschungsfachs, des eigentlichen Forschungsanliegens, des Untersuchungsanlasses und das Bemühen der Professorinnen und Professoren und auch seitens Professor Dr. Dr. Martin Stiegers als Leiter der Vienna International Studies. Hier das Herzliche nachzuempfinden und das Persönliche, das eigene Anliegen auch nachzuvollziehen und vor allen Dingen dort an der Unibit zu platzieren. Insoweit schätzte ich insbesondere die Freiheit, die ich in der Forschung hatte und auch in der umfangreichen Gestaltung meiner Forschungsdissertation, die, so sagte man doch auch nachvollziehen konnte. Zu dem Thema Kombination Leben und Arbeit, wie bin ich vorgegangen? Ich habe viel gearbeitet. Also das sollte deutlich sein, dass das eben ein Promotionsprogramm auf mit sehr gutem Niveau ist. Aber es ist möglich zu bewerkstelligen. Wie habe ich gearbeitet? Ich persönlich habe mein Lehrdeputat so eingegrenzt, dass ich quasi gezielt in 4 bis 6 Wochen quasi in Block meine Vorlesung gehalten habe und dann in der vorlesungsfreien Zeit wirklich von montags bis sonntags täglich an diesem Projekt zu arbeiten. Und wenn man die Prioritäten richtig setzt und vor allen Dingen sich ein Forschungsthema ausgesucht hat, für das man brennt, dann funktioniert das auch ganz gut. Wichtig ist, dass man schaut, dass man selber nicht nur im Forschungsdesign, sondern auch in dem eigenen Mindsetting quasi einen roten Faden hat, eine entsprechende Stringenz. Die Nützlichkeit bezüglich der Dreierkette zwischen der Vienna International Studies, des EduEarth-Teams und der University of Library Studies and Information Technologies stellt sich insoweit sehr, sehr positiv dar, dass diese Schnittstellen vor allen Dingen miteinander sehr eng kooperieren, austauschen, kommunizieren und vor allen Dingen für mich als externen Promoventen ich Ansprechpartner hatte, die quasi für mich angefangen von inhaltlichen Sachen, formellen Sachen, die zu regeln waren, manchmal auch Bescheinigungen, die ich brauchte, gerade im Hinblick auf ein Berufungsverfahren, in dem ich mich bis Juni, Juli befunden habe, in Bezug auf eine Professur, dass man mich da unterstützte oder auch, dass
pupieren lassen, quasi der Doktorarbeit. Ja, das war sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr nett der Austausch, keine Neidmentalität, nicht dieses von oben herab, wirklich auf Augenhöhe und mit Herz, und das habe ich so bis jetzt bei noch keinem Promotionsprogramm so wahrgenommen, so erlebt. Das muss ich ganz ehrlich aus meiner Erfahrung sagen. Wie fühle ich mich nach der Defense? Gute Frage. Ich glaube, dass ich das noch nicht richtig realisieren kann, weil ich wirklich in den letzten Monaten sehr busy war, weil sich doch sehr viel in meinem Leben getan hat. Und dankbar bin ich vor allen Dingen, weil das ein Türöffner wurde, der Möglichkeit, mein angefangenes Forschungsprojekt an der University Cape Town, an der UniBIT, finalisieren. Und vor allen Dingen dahingehend, dass mir das, diese Promotion, diese Forschungsdissertation mit den entsprechenden Prüfungen, die dort auch inkludiert waren, es mich dahingehend ja freisetzte, quasi mich auf eine Stellenausschreibung, auf eine Professur hin bewerben zu können. Und ich habe das gesamte Berufungsverfahren durchlaufen können und werde quasi ab dem 1.11., also in einigen wenigen Tagen, meinen neuen Lebensabschnitt im Hinblick auf eine Planstelle im Fachbereich Medienmanagement und Mediengestaltung an der Diplomhochschule wahrnehmen zu können. Und den Mehrwert bezüglich meiner Forschung war auch darin gegeben, dass ich natürlich diese Inhalte, diesen Bedarf, den natürlich auch die Bundesregierung irgendwie vage zum Ausdruck brachte und irgendwie vage äußerte, dass es gilt, den Fachkräftemangel hier zu stärken in Bezug auf die Gameswirtschaft, nun quasi in Lehre und Forschung und konzeptionell in der Gestaltung zweier neuer Studiengänge aufgreifen konnte. Und deswegen war ich schon in der Vorzeit vor Anstellungsverhältnis an der Diplomhochschule damit auch involviert. Also ich bin dieser gesamten Zeit sehr, sehr, sehr dankbar. Ich möchte an dieser Stelle nochmals Professor Dr. Dr. Martin Stieger für seine Supervision, für die Gespräche, die wir führen durften, danken. Ich möchte dem EduEarth-Team danken. Ich möchte vor allen Dingen Professor Petkoff danken, auch für seine Scherze, die er heute zum Abschluss machte. Es war wirklich sehr schätzend, der Umgang, und sehr herzlich, und besser geht's nicht. Also insoweit, falls Sie Interesse an einer Promotion haben, als User, weil ich über Kundenbewertungs- und Empfehlungssysteme promovierte, kann ich nur sagen, die Meinung des Kunden zählt, und ich würde Ihnen empfehlen, doch einfach mal Professor Dr. Dr. Martin Stieger zu kontaktieren. Und sollten Sie weitere Fragen haben, gerade weil ich auch in der Forschung und Lehre ja langjährig tätig bin, stehe ich gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie dann gerne Professor Martin Stieger, und dann vernetzt er uns. Ja? Alles Liebe, alles Gute aus dem hohen Norddeutschland, aus der Wikingerregion an der schönen Schlei. Auf Wiedersehen.